حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere erste Sitzung im Fach, also umfassendes Wort für diesen Art von Wissen, Fan heißt, das ist Tazkiya. Das ist Tazkiya. Und wir werden erklären, was Tazkiya ist. Das ist die Erklärung von ein Buch von Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin. Und wir nehmen, es gibt eine Zusammenfassung von diesem Buch. Eine alte Zusammenfassung hat ein Erzieher, ein Sheikh, ein Gelehrter. Er hat das Buch zusammengefasst, weil Ibn al-Qayyim ist bekannt, dass er führt eine Sache durch, und das heißt auf Arabisch Al-Istitrad. Bedeutet, er geht raus aus dem Thema und er detailliert in vielen Sachen, wie zum Beispiel im Thema von der Tauba. Er schreibt sehr viele Seiten. Also dieser Gelehrte hat das Buch zusammengefasst. Und den Inhalt des Buches, es ist so geblieben, dieses Fach, also diese Tazkiya, dass man das Buch als ein Lehrbuch im Fach Tazkiya, dieses Buch, Zusammenfassung von Madarij al-Salikin. Wir werden über das Buch reden, Madarij al-Salikin. Aber wir reden erstmal über das Wort Tazkiya. Tazkiya ist das ist ein Ausdruck, die wurde in der Koran erwähnt. Also dieser Ausdruck hat eine Basis in der Offenbarung. Allah subhanahu wa ta'ala redete in zahlreiche Ayat über das Wort Tazkiya in Surat al-Shams zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَفْسِي وَمَا سَوَّهُ. Allah redet über die Seele. Allah redet über die Seele, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seele erschaffen. Und das Thema Seele wurde auch im Koran erwähnt, im Kontext von einer Frage, es alunaka an ar-ruh. Viele Gelehrten sagen, dass ar-ruh und der Nafs sind gleich. Es alunaka an ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Die fragen dich nach der Seele, also die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn, also bedeutet das, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Der Mensch hat wenig Wissen über die Seele. Und der Mensch ist diese Seele. Das ist das Problem. Der Mensch ist diese Seele und er hat wenig Wissen über seine Seele. Deshalb das Thema von Tazkiya ist nicht einfach. Allah redet über die Seele. Weil woher sollst du Wissen über die Seele haben, außer durch die Offenbarung.
Allah rät über die Seele, wa nafsi wa ma sawa, und einer jeden Seele und dem, der sie zurecht geformt hat. Wa ma sawa, Allah sagt hier, er rät über die Wahrheit der Seele, das ist eine zusammengesetzte Sache. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا, und er dann ihre Sittellosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Das bedeutet, die Seele hat zwei Arten der Fähigkeiten. Das ist, es gibt zwei Arten der Fähigkeiten. Die Seele kann die Hoheit erreichen in Bezug auf Al-Khair, kann auch die Niedrigkeit erreichen in Bezug auf Al-Shar. Also jede Seele ist fähig, das zu machen. Deshalb, das ist der Punkt der Prüfung, weil diese Seele ist fähig, Schar zu machen. Jeder Mensch, er spürt, dass er fähig ist, viele Sachen zu machen, die haram sind, die übel sind. Aber er unterdrückt diese Seite der Seele und er führt die Tazkiyah durch. Deshalb kommt nächsten Ayah, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert. Also hier die Übersetzung läutern. Zakkaha. In Surat al-Baqarah, es gibt auch viele Stellen, und Ibrahim a.s. und Ismail, während sie Al-Ka'ba aufbauen, die haben ein Dua durchgeführt. Der Prophet ﷺ hat gesagt, ich bin ein Früchte von diesem Dua von Ibrahim a.s. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Worte vorliest. Das ist die erste Stufe. Also das ist die erste Stufe. Yatlu alayhim ayatika, und sie das Buch und die Weisheit lehrt. Also die Weisheit bedeutet hier Sunna, wie Imam Shafi'i gesagt hat. Aber die Weisheit bedeutet auch das Begreifen der Geheimnisse von der Scharia. Heißt auch die Weisheit Hikmah, heißt auch das Begreifen der Weisheiten und die Geheimnisse von der Scharia. Lehrt und sie läutert. Innaka antal azizul hakim. Und in andere Ayah wurde Tazkiyah vor Lehren kommen. Deshalb du siehst, dass Tazkiyah ist ein Mustalah Qur'ani, das ist ein Ausdruck von Al-Qur'an. Das ist ein Ausdruck von Al-Qur'an. Deshalb du siehst, dass während der Mensch läuft mit seinem Herz zu seinem Herr und er will nahe zu seinem Herr kommen, er baut sich auf. Und dieses Aufbauen hat viele Arten. Du hörst Al-Bina Al-Fiqhi zum Beispiel, man baut sich auf eine Art von Al-Fiqh. Oder man baut sich auf eine Art von Al-Aqida, Al-Bina Al-Aqadi. Aber jetzt unser Thema Al-Bina Al-Tarbawi, also dieser Aufbau der Erziehung, der Aufbau der Seele, in Bezug auf Tazkiyah. Tazkiyah, dieser große Rubrik, dieser große Name, Tazkiyah. Also, Tazkiyah hat zwei Seiten. Also, du kannst sagen, dass die Früchte von Islam ist Tazkiyah. Das ist richtig, wenn du sowas sagst. Also, du sagst, die Früchte von Islam ist Tazkiyah der Seele. Das ist wahr, authentisch, diese Aussage. Weil du findest, dass Tazkiyah hat zwei Seiten. Er hat eine Seite, die tendiert nach einer Verneinung. Also du reinigst deine Seele. Das heißt die Reinigung. Tazkiyah heißt die Reinigung, auch in der sprachlichen Bedeutung. Also die Araber vor Islam, die reden auch über Tazkiyah. Aber Tazkiyah bedeutet die Reinheit. Du reinigst eine Sache. Das heißt Tazkiyah. Das ist die erste Bedeutung. Zweite Bedeutung, die Zunahme. Und davon kommt das Zakat. Das Zakat hat denselben Stoff von Tazkiyah. Diese Zain, Kaf,
Zakat, Tazkiya, selber. Es bedeutet, sie kommen von demselben Wurzel. Und Zakat hat auch die zwei Bedeutungen, weil das Geld reinigt dich und er nimmt lässt dein Geld zunehmen. Deshalb die zweite Bedeutung ist An-Nama, Zunahme. Aber Zunahme von was? Zunahme der Seele. Deine Seele nimmt zu. Das ist An-Nama. Das bedeutet, wir haben zwei Seiten hier, wir haben zwei Sachen. Wir haben eine Negation. Du negierst irgendwas von deiner Seele. Und du stellst was fest. Das erinnert uns an Tauhid. Tauhid hat auch diesen Mechanismus von Verneinung und Feststellung. Du verneinst die falschen Götter und das ist auch Tazkiya. Weil du erkennst nicht Schirk. Du erkennst nicht die falschen Alihe. Und du erhebst dich über diese falschen Alihe. Und du stellst fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala ilah. Und du betest ihn an. Das ist dieselbe Mechanismus. Auch wie At-Tazkiyat. Du reinigst deine Seele von dieser Übel. Diese Übel. Schirk ist Übel. Schar. Schirk ist Übel. Und davon Ar-Riya. Das ist eine Krankheit, also Ria, Augendienerei. Man spürt, dass er führt sein Ibadah für die Menschen. Das ist eine Krankheit. Man reinigt sich von der Abhängigkeit vom Material. Das ist eine Krankheit. Man übertreibt. Und davon Zweifel, davon Arroganz, davon Heuchelei, davon Hass, davon Hesed, also Neid, davon Al-Jahl, die Unwissenheit, davon Angst, nicht nur natürliche Angst. Musa a.s. hat Angst. Also Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was im Herzen ist. Und Musa a.s. an diesem Tag, wo die Zauberer kamen mit ihren Sihr, mit Pharaon und seiner Macht und alles, Allah sagt, فَأَوْجَثَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً. Allah hat uns gesagt, dass Musa hatte in einem Moment Angst. Also diese Angst, natürliche Angst, das ist keine Krankheit, das ist normal, du bist ein Mensch. Wenn du irgendwas siehst, was dich schadet, du gehst weg. Das ist normal, aber es gibt Angst, was Krankheit ist. Man hat Angst ohne eine Basis, ohne Grundlage. Man hat Angst vor nichts. Das ist auch eine Krankheit. Und das ist auch übel. Und also die menschliche Seele, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass diese Seele, sie beinhaltet viel Übel. Und deshalb, der Mensch, er reinigt diese Seele. Er reinigt diese Seele. Und wir werden wissen, wie das Buch, wir reden über das Buch. Das Buch, er wird uns helfen, als Schlüssel diese Sachen zu reinigen. Und die zweite Seite der Tazkiya ist die Zunahme. Das bedeutet, dass wenn du eine Krankheit der Seele heilt, weil es gibt im Mensch Eigenschaften, die gehören dem Mensch. Wie jetzt Hass. Wenn jemand dir was Schlechtes macht, du hast. Oder du hast Angst. Oder du bist neidisch. Diese Sachen gibt es in der Seele. Aber während der Mensch diese Eigenschaften, diese schlechten Eigenschaften behandelt und pflegt, er aktiviert die zweite Seite von der Tazkiya. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Neid, zum Beispiel, jemand hat Neid, ist krank, er will nicht ein Ni'ma sehen auf anderen. Also seine Heilung, das kommt im Buch, das ist nur ein Beispiel, seine Heilung, dass er aktiviert diesen Neid in Bezug auf seinen Eifer.
Also er korrigiert diesen Neid, indem er wünscht nicht, dass sein Gegner diese Wohltat weggeht. Also er wünscht das nicht. Er wünscht, dass das bleibt bei ihm, diese Wohltat. Aber er will besser sein. Ja, das ist Wetteifern. Also dieses Tenervus. Das bedeutet, du hast Wissen. Ich will, dass du dein Wissen behältst. Ich führe keinen Neid durch. Aber ich will besser als, also ich will besser sein. Das ist dein Recht. Ich will besser als dein Ibadah haben. Ich will besser meine Kinder erziehen. Ich will besser sein. Aber ich will nicht, dass diese Ni'ma, was du hast, ich will nicht, dass du das verlierst. Das ist Neid. Deshalb diese Eigenschaft, die in der Seele ist, die wird gepflegt. Die wird gut behandelt. Aber sie bleibt. Und auch Zorn. Zorn hat auch seine Lösung. Alle diese Eigenschaften haben Lösung. Das ist diese zweite Seite, aktiviert die Zunahme. Durch Zunahme, das ist die Zunahme des Herzens. Hörst mich? Also wenn jemand hört, sag ja, weil ich weiß nicht, jemand hört nicht. Hört mich? Wenn jemand hört, schreibt eins. Alhamdulillah, also Alhamdulillah, okay. Also diese zweite Seite der Tazkiya, das ist die Zunahme des Herzens. Und die Zunahme des Herzens, es bedeutet, das ist das Wissen über Allah, also die Mittel, um diese Zunahme durchzuführen, das ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Taten des Herzens. Die Liebe zu Allah, die Verehrung, Tawakkul, die Hoffnung, Erkenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, Vertrauen. Also das ist das Thema von Zunahme, Tazkiya in positiven Bedeutung. Also der erste Schlüssel der Taten des Herzens ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, er redet in verschiedenen Ayat über sich selbst. Es gibt lange Ayat, wo Allah über sich selbst redet. Du findest in Surat al-Baqarah, die beste Ayat in al-Quran ist Ayat al-Kursi. Allah redet rein über sich selbst. Du findest Surat al-Ikhlas. Allah redet die gesamte Surah über sich selbst. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Es bedeutet, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schlüssel der Taten des Herzens. Und also das Buch von Al-Qayyim detailliert das alles. Das ist detailliert. Und das hat auch, dieses Wissen über Allah hat zwei Seiten. Hat auch zwei Seiten. Das bedeutet, du denkst nach über Al-Ayat Shar'iyya. Du denkst nach über die Ayat von Al-Quran. Und die zweite Seite, du denkst nach über Ayat von Al-Kaun, die du siehst. Weil es gibt zwei Arten von Büchern in dieser Welt. Ein Buch, was du liest, Al-Quran, das ist Al-Kitab. Und das Buch, was du siehst, mit deinen Augen. Deshalb, als Jibril kam zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in diese Höhle von Hira, und er hat ihm so gedrückt, und sagt zu ihm, lies. Prophet Salasim sagt, ich kann nicht lesen. Also dreimal hat Jibril das gemacht. Und da hat ein Prophet Salasim geschmerzt. Manche Gelehrten haben gesagt, das Lesen hier, also diese Aussage hat auch eine Art Authentizität. Weil das Lesen hat zwei Bedeutungen. Entweder du liest ein Buch, was du mit Buchstaben und Sätze, oder du liest die Welt. Das heißt auch, das Lesen der Welt heißt auch Lesen, eine Art Lektüre. Weil, deshalb, wenn du liest Al-Kaun, die Schöpfung,
Und das ist die großen Themen von Al-Quran. Dass Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns verlangt, At-Tadabbur. At-Tadabbur, es bedeutet, du denkst nach, tief nach über Ayat al-Shar'iyya. Und jede Ayat in Al-Quran ist genau wie ein Ayat, was du siehst. Also merkt ihr, was ich sage jetzt. Jede Ayat von Al-Quran, jede Ayat, egal ob klein oder groß, jede Ayat in Al-Quran, Ayat von Al-Ahkam oder Ayat, die redet über Paradies oder redet über Prophetentum oder redet über die Botschaft oder redet über Allah oder redet über jede Ayat in Al-Quran, ist genauso wie ein Ayat, was du mit deinen Augen siehst. Wenn du den Mond siehst, das ist ein Ayat. Allah hat in Al-Quran beschrieben, dass gesagt, dass der Mond und die Sonne und Tag und Nacht sind Ayat. Und Mann und Frau sind alle Ayat. Wenn du den Mond schaust, du schaust, ist das oberflächlich? Ist der Mond oberflächlich? Ist Inhalt des Mondes, ist das oberflächlich oder tief? Ist der Mond, also wenn wir jetzt reden über die Geheimnisse des Mondes oder die Sonne oder der Sonne oder Tag und Nacht, das kann Bände geschrieben, Bücher werden geschrieben über diese Ayat. Bedeutet, jede Ayat, was du siehst, steckt dahinter viele Geheimnisse. Viele. Viele wissen das und viele wissen das nicht. Und jede Ayat von Al-Quran versteckt viele Geheimnisse. Und die Aktion von Al-Tadabbur, das ist genau wie du, wie diese Füße von Pferde, wenn sie treten und sie treffen einen Stein und da kommt eine Art, das wird gezündet. Ja? Genauso, wenn der Verstand und Gehirn sich anstrengen, strengt sich an mit Bedeutungen. Also es bedeutet, es gibt hier eine Entzündung. Also es gibt ein Gehirn, der sehr, sehr heiß. Das Gehirn ist wach. Und wenn er die Ayat von Allah, was er liest, behandelt, er denkt lange und tief nach über diese Ayat, bis diese Bedeutungen zünden und leuchten. Deshalb Allah redet über, das Koran ist ein Nur, ein Licht. Al-Quran, wie im Surat al-Nur, also Allah redet über Al-Quran als ein Licht. Al-Quran ist Licht. Wenn dieses Licht kommt rein in die Brust von einem Mensch und er findet, dass dieses Herz kalt ist, das zündet sich gar nicht. Aber wenn dieses Licht kommt rein und findet, dass das Herz von diesem Mensch, von einem Muslim, ist heiß, also sein Herz ist Licht. Und wenn die Licht trifft, ein anderes Licht zündet, diese Zündung, das ist diese Bedeutungen, das ist Tadabbur, man holt diese Geheimnisse, was in der Koran gibt. Weil unsere Rezitation ist, das ist auch gut, diese Rezitation, was wir lesen, das ist, man bekommt viel Hasanat. Und wenn man lange liest, Al-Quran liest, man bekommt viel Segen. Auch wenn man nicht Tadabbur macht. Aber es gibt einen Teil von Al-Quran, jeder Muslim versteht das. Du liest Al-Quran auch mit der Übersetzung, du verstehst einen Teil von Al-Quran. Aber wir reden über was anderes jetzt. Wir reden über eine Art Rezitation, die kann jeder Mensch machen, wenn er wirklich sein Herz lebendig ist und er wach ist und er versucht, diese Geheimnisse von den Ayat zu wissen und er macht das Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn diese Türen öffnet. Diese Sachen, das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit. Das Arbeit ist das. Weil um diese Schönheit zu bekommen, man soll eine Schönheit in sich selbst kreieren.
Weil um mit deiner Seele zu kommen, und deine Seele ist kalt, faul, die will nicht, die will nur ein wenig haben. Die bekommt diese wenig, aber wenn eine Seele vollkommen ist und sie versucht, diese Tazkiya, diese Verfahren, dieses Projekt, Allah subhanahu wa ta'ala mit der Zeit öffnet diese Türen. Deshalb, das ist unser Thema, das Buch wir wollen nicht nur so reden, wir wollen ein Lehrbuch haben. Tazkiya, ein Buch von Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, das ist jemand, der das gelebt hat. Woher wissen wir, dass er das gelebt hat? Weil von seiner Biografie, was seine Schüler über ihn gesagt haben, er hat das gelebt. Das ist sicher. Weil in verschiedenen Zitate von seinen Schülern, du findest, dass sie haben sein Gebet beschrieben. Und viele von ihnen, die haben gesagt, Ibn al-Qayyim ist übertreibt. Aber wenn du liest das Buch von As-Salah von Ibn al-Qayyim und du siehst, was er schreibt in diesem Buch von As-Salah, er beschreibt As-Salah, diese Beziehung zwischen der Anbeter, Al-Musalli und Allah. Und du findest, dass seine Seele, während er betet oder während er nachdenkt über diese Themen, dass seine Seele sie fliegt. Die fliegt oben, ganz oben. Und er beschreibt das. Und Allah hat ihm eine besondere Art Wissen gegeben über ihn. Also Ibn al-Qayyim hat ein schönes Wissen, ein tiefes Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das zeigt sich in diesem Buch, Madarij al-Salikin. Weil viele Gelehrten sagen, dass die seelische Lage von Ibn al-Qayyim, während er Madarij al-Salikin schrieb, das hat eine Hoheit erreicht. Eine Hoheit erreicht. Und ich denke, dass er das Buch Madarij al-Salikin geschrieben hat, als sein Sheikh gestorben ist. Weil er war im Gefängnis mit seinem Sheikh. Und er hat viel erzählt über diese Zeit. Die hatten Schwierigkeiten. Er hat gesagt, wenn wir schwer hatten und die Ängste greifen uns an und die schlechten Gedanken uns schwer machen, wir kamen zu ihm. Und hat uns ein paar Sätze gesagt und alle diese Ängste waren weg. Also nachdem sie ihn freigelassen haben, nachdem sein Scheich gestorben ist, er ist nach Mekka gegangen. Er wollte den Ort wechseln. Und das ist eine Art, wenn man eine Art, eine Möglichkeit, wenn jemand was vergessen will. Er ist nach Mekka gegangen. Und du weißt, früher, wenn die Leute nach Mekka gegangen, besonders die Gelehrten, auch die normalen Leute, die blieben dort ein Jahr, zwei Jahre. Die haben Umrah gemacht, die haben nochmal Hajj gemacht. Und sie bleiben dort, das Wissen studieren. Und die bleiben. Das war bekannt früher, weil der Weg war lang. Es war viele Schwierigkeiten, nicht wie jetzt. Man geht 7 Stunden, kommt zurück. Nein, früher war anders. Also er ist nach Mekka gegangen. Und er hat in seinen Büchern viele Ereignisse, was ihm passiert in Mekka. Er war einmal krank, hat viele Schmerzen, hat sich mit Surat al-Fatiha, hat Elase im Wasser, hat es getrunken, hat ihm geholfen. Also er erzählte, er erlebte eine große Traurigkeit nach dem Tod sein Sheikh. Sein Sheikh, der war ein Vorbild für ihn. Und das war eine große Beziehung zu seinem Sheikh. Deshalb die beiden bezeichnen ein eigenes Projekt. Die Bücher von seinem Sheikh und seine Bücher, das ist ein Projekt. Weil er hat viele Sachen von seinem Sheikh erklärt. Das ist ein Projekt. Die beiden haben ein Projekt. Auch die viele westliche Forscher. Es gibt zwei große Studien über den beiden
Die wurden in Amerika geschrieben über den beiden von verschiedenen Forschern. Die haben diese Sache festgestellt, dass wirklich das Qayyim, der er detaillierte Projekt um sein Sheikh. Aber es gibt Unterschiede. Zwar Ibn Qayyim hat viel detailliert über die Taten des Herzens, was unser Thema ist. Hat sehr, sehr, sehr schön geschrieben über die Taten des Herzens, die Beziehung zwischen einem Diener und seinem Herr. Und das ist das Thema des Buchs, Madarij Salikin. Und wir nehmen eine Zusammenfassung. Das Buch ist eine Zusammenfassung. Das hat ein Gelehrter, das ist ein Erzieher, das ist ein alter Scheich und Gelehrter, Abdul Mun'im Al-Ali Al-Azizi, der kommt aus Irak. Allah a'lam, ob er gestorben ist, weil früher hat er mit einem falschen Namen geschrieben. Er hat nicht seinen Namen gezeigt, er hatte seine Gründe. Er hat viele kleine Bücher über die Erziehung geschrieben. Aber danach, er hat seinen Namen gezeigt und hat das Buch von Al-Qayyim zusammengefasst, weil sein Schwerpunkt von seinem Wissen war die Erziehung der Seele. Also das Buch nehmen wir als ein Lehrbuch. Nun, Qayyim beginnt in seinem Buch mit einem Vorwort, wie alle Gelehrten, dass der Erste, der ein Vorwort geschrieben hat, er war immer Muslim. Der Erste, der ein Vorwort geschrieben hat, wir reden jetzt universal, es war immer Muslim in sein Sahih. Ein Vorwort. Ein Vorwort ist sehr, sehr wichtig zu lesen. Es gibt manche Gelehrten, sie detaillieren in ihrem Vorwort. Weil Vorwort ist die Schlüssel des Buches. Genau wie Inhaltverzeichnis. Also bevor du ein Buch kaufst, du sollst Vorwort lesen. Also der Autor, er stellt sich vor, warum hat er das Buch, warum schreibt er das Buch und warum, was ist seine Methodik in seinem Buch, was für Schwierigkeiten hatte er und warum schreibt er das Buch, weil du findest, viele Bücher wurden geschrieben, weil ein Schüler fragte den Scheich über eine Frage oder die Schüler oder ein Scheich sagt zu jemand, schreib ein Buch, wie Imam Shafi'i, als Abd al-Rahman ibn Mahdi al-Muhaddith, er hat einen Brief geschickt zu Imam Shafi'i, um ein Buch über Usul Fiqh zu schreiben. Risale hat er geschrieben. Ja? Und genau wie viele Bücher wurden geschrieben, auf Basis einer Frage. Entweder von einem Schüler oder ein Gelehrter. Oder eine Notwendigkeit der Zeit. Deshalb, du siehst, warum er das Buch geschrieben hat. Nur Qayyim, er beginnt seine Vorwort und wie alle Gelehrten mit Alhamd, Alhamdulillah Rabbil Alamin und Al-Aqibatu Al-Muttaqin, das brauchen wir nicht erklären. Das haben wir in verschiedenen Büchern erklärt, was ist Alhamd. Das ist nicht unser Thema. Ibn Qayyim redet in seinem Buch zwischen der Unterschied zwischen der Rechtleitung und Irre. Und Dunkelheit, Licht und Dunkelheit, Zweifel und Gewissheit. Also er zeigt das Thema seines Buchs. Also das Thema seines Buchs, es geht um die Licht. Die Licht, die diese Dunkelheit vernichtet. Also in Bezug auf unsere Seelen jetzt. Weil wir haben gesagt, dass Tazkiyah, das ist eine Verneinung von einer Sache, die du nicht willst. Du willst sie nicht in deine Seele. Das ist eine Dunkelheit, ist das. Du magst sie nicht. Und eine Licht, ja, diese Licht kommt, um diese Dunkelheit zu verschieben, wegzumachen. Und das ist eine Aussage, die viele Gelehrten benutzen. Das hat auch Abu Hamid al-Ghazali in seinem Buch Mizan al-Amal und viele andere Bücher von ihm, obwohl es gibt einen großen Unterschied zwischen al-Ghazali ibn al-Qayyim. Al-Ghazali, ich habe schon über ihn geredet, genau wie Sheikh al-Islam sagt, al-Ghazali hat ihm das Buch Al-Shifa von Ibn Sina krank gemacht. Hat Philosophie am Anfang
gelesen, hat ihm krank gemacht. Aber in der anderen Seite, wenn er redet über die Seele, er hat schöne Sachen geschrieben, er erwähnt ein Wort, und das heißt Tachliya und Tahliya. Das ist diese Verneinung und Feststellung. Tachliya bedeutet, du machst einen Ort Khalin, du reinigst einen Ort. Tahliya bedeutet die Verschönerung dieser Ort. Deshalb, die Gelehrten sagen, die Erzieher sagen, die Verneinung kommt vor Feststellung, weil du sollst erstmal ein Haus reinigen und dann kannst du Parfüm sprühen, oder? Das ist Logik, wenn du jetzt kommst rein in eine neue Wohnung, du sollst erstmal kehren, du sollst sauber machen. Und dann kannst du dein Möbel, kannst du die schönen Sachen stellen. Aber Sheikh al-Islam sagt, er hat andere Meinung. Er sagt, diese positive Kraft, was wir nehmen, diese Verschönerung, diese Licht, er sagt, diese Licht, sie vernichtet diese Dunkelheit. Ha? Also er ist dagegen, dass man sagt, das muss erst so sein und dann kommt das. Nein, das ist ein Mechanismus, was gleichzeitig geht, parallel. Und diese positive Eigenschaft, sie vernichtet diese negative Eigenschaft. Und du findest, dass diese Kraft, diese Licht, diese schöne Eigenschaft, weil diese schöne Eigenschaft hat eine Kraft. Und die beiden Eigenschaften, sie kämpfen sich in deine Seele. Sie kämpfen sich in deiner Seele. Also wenn du diese Licht in dir verstärkst, sie vernichtet alle dunklen Sachen. Aber deshalb das Buch zeigt uns und er redet über diese Menazil von diesem Licht. Menazil, das Buch heißt Madarij al-Salikin. Al-Madarij ist auch wie Menazil. Also Al-Manazil, das ist ein Plural von Menzil, das ist ein Haus. Also die Seele, das Herz, die steigen hoch. Also sie wollen eine Hoheit erreichen. Aber es gibt eine Leiter. Man soll von einem Menzil zu anderen Menzil. Ibn Qayyim beginnt mit diesem Menzil. Also jede Menzil, zum Beispiel Menzil von Tauba, aber bevor Menzil von Tauba ist, gibt es Menzil von Wachsein, Al-Yaqadha, man schläft. Also wir alle, wir schlafen. Also wir leben in der Dunya, aber wir laufen auf der Straße, wir bewegen uns, wir stehen auf, wir sitzen, wir laufen, aber wir schlafen. Also Al-Ghafla heißt das. Al-Ghafla, Unachtsamkeit. Die Unachtsamkeit beherrscht unsere Seelen. Obwohl wir bewegen uns. Das ist kein, die Bewegung des Körpers, das bedeutet nicht, dass die Seele lebt. Dass die Bewegung des Körpers bedeutet nicht, dass die Seele lebt. Kann sein, dass der Körper bewegt sich, aber die Seele ist nicht lebendig. Die Seele ist tot. Du findest viele Leute, sie laufen auf der Straße, aber sie sind tot. Deshalb, Al-Hayat, Allah redet über Al-Hayat, das Leben ist das Leben von Iman. Weil Al-Qayyim wird reden über Al-Yaqadha. Die erste Menzile von Al-Yaqadha. Bevor Al-Yaqadha, man wird erstmal schockiert. Es gibt einen Schock. Weil wir schlafen tief. Und um jemanden wach zu machen, es gibt viele Leute, die hören keinen Wecker. Du kommst und du sprühst Wasser auf sein Gesicht. Das ist ein Schock, ist das. Die Seele braucht diesen Schock. Wenn die Seele bekommt diesen Schock in Al-Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala, sie bekommt ein Yaqadha, er weckt sich. Die wird wach. Und wenn sie wach, dann kommt Manzilat al-Mushahada. Du siehst dann. Vorher hast du nicht gesehen. Du hast die Bäume gesehen, du hast den Himmel gesehen, du hast Geld gesehen,
Du hast Dunya gesehen, du hast alles gesehen mit deinen Augen, aber mit deiner Seele hast du nichts gesehen. Deshalb, wenn du wach bist, du siehst, wenn du siehst, du machst Taube. Und dann kommen diese Menazil, langsam, Mahabba, die Liebe, die Hoffnung, die Verehrung, viele Menazil. Nun, Qayyim redet über diese Menazil. Also bedeutet, wir steigen mit ihm, diese Menazil, um diese Seele zu reinigen. Das ist unsere, also wir machen am nächsten, weiß nicht, vielleicht nächsten Samstag, ich habe gesagt zweimal pro Monat, vielleicht machen wir nächstes Mal, weil wir haben ein Tafsir dann, also um 10 haben wir ein Tafsir. Das ist unser Thema von heute. Nächstes Mal lesen wir Vorwort allgemein. Und dann, Ibn Qayyim redet erstmal über Fatiha. Also Ibn Qayyim lässt die Bedeutung von der Fatiha explodieren. Also yufajjiru ma'ani al-Fatiha. Also du findest, was er sagt in der Fatiha, das ist viele, viele schöne Sachen. Er redet über Rabb, über Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann redet er über diese Menazil, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.